Für die islamische Welt ist morgen das, was für die christliche Welt der Sonntag ist. Freitag ist der heilige Tag der Woche. Und weil es in der öffentlich-rechtlichen Welt der ARD am Vorabend zum heiligen christlichen Tag ein Wort zum Sonntag gibt, will der Südwestrundfunk jetzt auch Muslimen die Möglichkeit geben, ihren Glauben in einer Art Wort zum Freitag öffentlich zu machen. Auf der Internetseite des SWR. Dagegen gab es erstaunlich viel öffentliche Kritik, doch heute lief, alhamdulillah, die Premiere. Es war für alle ein wichtiger Augenblick. Der Islambeauftragte des SWR, Reinhard Baumgarten, führt seine Gäste ins Studio. Hier werden sie das erste islamische Wort in der Rundfunkgeschichte aufnehmen. Den Anfang macht Ayman Masjek, Generalsekretär des Zentralrats der Muslime, eine auch von der Bundesregierung anerkannte Organisation. Er spricht über die Gnade. Bismillahirrahmanirrahim. Mit dieser Einleitung beginnen wir Muslime unser Denken und Handeln. Dass er hier sprechen kann, bedeutet ihm sehr viel. Es geht darum, dass wir eine vertrauensvolle Basis schaffen des Zusammenarbeitens. Und das ist sicherlich ein ganz wichtiger und richtiger Schritt. Ich habe den Eindruck, dass uns von beiden Seiten einfach das Vertrauen noch fehlt, sowas zu machen. Seit Wochen organisiert Reinhard Baumgarten das islamische Wort. Der langjährige Hörfunkkorrespondent in Kairo spricht fließend Arabisch, kennt den Koran. Seine Redaktion hat viel Wert darauf gelegt, seriöse und allgemein anerkannte Muslime einzuladen. Die Texte für das islamische Wort redigiert er. Aber das war von Anfang an auch die Absprache. Die redaktionelle Hoheit liegt ja bei uns, das ist eine ganz klare Sache. Und ich denke, wir als Redaktion Religion, Kirche und Gesellschaft haben auch die Fachkompetenz. Und es wird auch anerkannt von unseren muslimischen Partnern. Reinhard Baumgarten weiß, dass seine Arbeit kritisch beäugt wird. Sogar von Islam TV war fälschlicherweise die Rede. Doch der SWR-Intendant setzte seine Idee konsequent um. Es ist also erstmal ein bescheidenes Angebot, ein Versuch, der aber, glaube ich, dann ausgeweitet werden muss, wenn es erfolgreich sein wird. Und das glaube ich. Aber die Diskussion war nötig und ich habe sie gerne geführt. Unausgegoren war manche Kritik, unser Konzept ganz gewiss nicht. Zunächst wird das islamische Wort nur im Internet zu hören sein, mit einem neuen Beitrag jeden ersten Freitag im Monat. Ab jetzt heißt es... Sie hören das islamische Wort von Ayman Masjek.